Willkommen zurück. Part 5, meine Engel. Der StarCraft 2 Geschichte. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich spüre den Hass meiner Königin. Er brennt wie ein Stern. Doch darunter verbirgt sich etwas, das ich nicht verstehe. Das ist Schmerz, Isha. Manchmal kann mich nicht einmal mein Hass vor Erinnerungen schützen. An einen Feind, der dich verletzte? Nein, Erinnerungen an bessere Zeiten. An einen Freund, der jetzt verloren ist. Du bist stärker geworden, meine Königin. Neue Fähigkeiten sind jetzt in deiner Kammer. Eine neue Fähigkeitsstufe ist erwacht. Wenn du eine deiner neuen Fähigkeiten verwenden willst, musst du sie auswählen, oder sie wird nicht aktiviert. Oh. Aha. Das ist aber besser. Unsere Späher berichten von einem großen Protoss-Schiff auf der anderen Seite des Mondes. Es muss das interstellare Schiff sein, mit dem sie hierher gekommen sind. Es ist noch nicht zum Abflug bereit, wird es aber sein, bevor wir es erreichen. Sie sind zäh. So viel steht fest. Aber ich bin vorbereitet. Aha. Was könnte das nur heißen? Ihr müsst das nicht tun. Ihr könntet gehen. Verlasst diesen Mond, bevor die goldene Armada eintrifft. Ich kann nicht weglaufen. Das weiß ich jetzt. Meine Feinde werden mich auf ewig verfolgen. Mir bleibt nur der Kampf. Es wird niemals Frieden geben. Frieden? Wer will das schon? Wäre das Leben ja langweilig. Neue Entdeckung. Große Verbesserung für Zauling-Sequenzen. Was für eine Verbesserung? Antwortkomplex. Dann Evolution von entwickelten Zauling-Spalten. Zwei neue Stränge bilden. Dann füge sie dem Schwarm hinzu, Abatur. Stränge schließen einander aus. Gleiche Sequenzen benötigt. Muss für einen entscheiden, anderen verwerfen. Gut, mach ein paar von beiden. Ich will sie in Aktion sehen. Entwerfe Tests für beide. Verfügbar in Evolutionsgrube. Schauen wir uns erstmal an. Erhöht im aktiven Zustand die Angriffsgeschwindigkeit 15 Sekunden lang um 50%. Erhält 20 Trefferpunkte, Angriffsreichweite erhöht. Das ist so die Frage. Ich glaube, wir nehmen mal die Angriffsreichweite und... Ich werde deine Erinnerungen durchsuchen und herausfinden, warum ich so wütend werde, wenn ich dich sehe. Erinnerungen unwichtig. Ablenkung. Ich sehe es in deinen Gedanken. Du hast die Königin der Klingen erschaffen. Es waren deine Gliedmaßen, die mich in den Kokon einwickelten. Schwach und weich. Knochen gebrochen. Fleisch zerfetzt. Dich verbessert. Sei froh, dass du für den Schwarm so wichtig bist. Sonst wärst du jetzt tot. Unverständlich. Ja. Zerling-Gattung bereit für Anpassung. Einzigartige Essenz auf Planeten. Ja, halt einfach dein Maul und zeig uns einfach, wie der Zergling aussieht. Wenn er verbessert ist. Das wird dieses Mal leider als eine Mission zählen. Tut mir leid, Leute. Ja, das meine ich ernst. Das wird ein ziemlich kurzer Part, wie ihr denken könnt. Achtung! Zerklinge. Weiß ich nicht, ob ich die so oft... wobei, ich werde die schon viel benutzen. Planet Kalos. Außenposten der Liga auf Klippen über Tal. Außer Reichweite. Anpassung notwendig. Ansässige Karak besitzen enorme Sprungkraft. Überraschend Beute. Karak verschwindet.
Schlingen, Essenz sammeln, an Eigenschaft im Zerglingstrang assimilieren. Wenn gesammelt, Außenposten der Liga erreichbar. Okay. Kein Stress, dann holen wir uns diese Essenz mal. Oh ja. Essenz erlangt. Neue Sequenz im Zerglingstrang verwoben. Verbesserte Zerglinge kampfbereit. Gut, dann wollen wir sie mal in Aktion sehen. Schicke jetzt weitere Zerglinge. Oh, wie süß. Geil. Geile Gattung, muss man schon sagen. Hier ist aber nicht mehr so viel mit einfach nur durch Micron, einfach nur durchlaufen, ist das Motto. Ach, Zucker. Ja, das will ich jetzt mal sehen. Planet Astrid 3, verwilderte Zergbrut. Aha. Verwilderte Brutstätten entwickelten einzigartige Anpassung, warfen Zerglinge sehr schnell. Ich übernehme jetzt die Kontrolle über den Schwarmcluster. Integriere Anpassung in Schwamm. Auf diesem Planeten befinden sich Streitkräfte der Liga. Sie bewegen sich in Richtung des Schwarmstocks. Beeil dich, Abatur. Schwarm in Gattung verfügbar. Bereit für Metamorphose. Gattung Schwarm. Schlüpft schnell. Drei aus einem Ei. Überrennt Feinde. Drei aus einem Ei. Liga nähert sich. Larven zu Schwarmen, Gattung morphen. Es ist einfach zu. Angreifer eliminiert. Bereit, weitere Zerglinge zu morphen. Basis zerstören. So. Ah, machen wir das mal fix und das war's dann. Dann braucht ihr nicht mal zu zielen. Oh ja. Das war's dann wohl mit den Männern der Liga hier. Oh ja. Ganz locker. Liga vernichtet. Schwarmling-Test abgeschlossen. Muss Sequenzen für Schwarmintegration vorbereiten. Kehre in Evolutionsprobe zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Okay. Es ist natürlich toll, wenn wir direkt drei auf einmal bekommen. Dann haben wir quasi immer augenblicklich was. Aber andererseits, das wären so, das wäre unser Run-By eigentlich. Das wäre ideal. Das ist eigentlich ideal für ein Run-By. Das wäre schon ideal, aber ich meine, die hier... Ene Mene Miste, es krabbelt in der Kiste, Ene Mene weg und du bist weg.
Ja, machen wir das. Eigentlich schade, was ich da gemacht habe. Ich hätte so gerne Rumbies gemacht. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist kein Ponyhüfle. So. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschaußen.